Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Verstrickung. Mein Name ist Susanne, ich komme aus Bremen und das ist ein Video, in dem es um Stricken und Häkeln geht und um Ideen weiterzugeben. Und ja, vielleicht regt es ja einige an, auch nochmal die Nadeln wieder aufzunehmen. Ja, ist schon relativ spät, 11:15 habe ich gerade gesehen. Aber ich habe auf einmal nochmal Lust bekommen, mich auch nochmal an die Kamera zu setzen und nochmal ein bisschen was von meinen Fortschritten zu zeigen und euch mal so zu erzählen, was sonst noch so los ist. Morgen kommen meine Kinder wieder. Ich freue mich schon mega mäßig. Total. Ja, weil für die gibt es ja einige Überraschungen. Das Haus ist angemietet. Gestern habe ich den Mietvertrag unterschrieben. Was ich sehr aufregend fand, weil dann merke ich immer, alleinerziehen ist ganz schön scheiße. Man sitzt da und muss dann so großartige Entscheidungen treffen und links und rechts von mir saß niemand, nur ich war da und ein ganz blöder Immobilienmakler, der noch irgendwie mir ein bisschen zeigen musste, wie blöd er findet, dass eine alleinerziehende Frau dieses große Haus bekommen hat. Fand ich ziemlich blöd. Aber egal, nun ist es vollbracht. Ich habe auch schon einige Kisten gepackt und ich war nicht untätig in der Zeit, die ich ohne die Kinder war, sondern ich habe schon ganz schön viel erledigt hier so in der Wohnung. Und ja, morgen kommen die drei und dann werden wir das zusammen rocken, hoffe ich. Weil das ist zum 1.8., das ist ja quasi morgen. Und es ist noch viel zu tun, aber ich glaube, wir schaffen das. Ja, so viel dazu. Und trotz der Kistenpackerei habe ich natürlich immer auch fleißig gestrickt und gehäkelt. Ich dachte immer die ganze Zeit so, ich habe eigentlich gar nicht viel hingekriegt. Und dann habe ich mich mal so gerade eben rangemacht und alles zusammengeräumt. Und dann habe ich gemerkt, puh, das ist ja doch ein bisschen was, was du da so gemacht hast. Womit fange ich denn mal an? Auf jeden Fall mit einem Tuch, was ich euch, glaube ich, jetzt noch nicht fertig gezeigt habe. Ich bin mir auch nicht ganz sicher. Also ich weiß nicht, ob ich das nur gezeigt habe, als es noch im Bau war, sozusagen. Und zwar ist es dieses Sockenwolltuch. Dieses hier. Das ist nicht so groß geworden, aber ich finde das irgendwie trotzdem ganz schön. So mit dieser Kante und so. Das ist ja diese Geschichte, wo ich die Stulpen und die Mütze zu machen will. Ja, es ist halt, also für meine Verhältnisse ist es relativ klein, aber so vom Farbverlauf und so, ich finde es eigentlich richtig geil. Mir gefällt es sehr gut. Ich werde das auf jeden Fall öfter anziehen, glaube ich. Wobei ich ja echt sagen muss, dass ich meine Sachen eigentlich viel zu wenig trage. Die liegen viel zu oft einfach nur in der Wohnung rum. Aber das will ich ändern, weil wenn ich in der neuen Wohnung mehr Platz habe, dann werde ich die irgendwie so irgendwie platzieren, dass ich mich dann kurz bevor ich rausgehe entscheiden kann, ah, heute habe ich Pink an, nehme ich Orange dazu oder Braun oder wie auch immer. Und ja, das soll dann so sein, dass alles griffbereit ist und ich das im letzten Moment entscheiden kann, was ich dann dazu anziehen will. Beziehungsweise ob ich vielleicht auch mal eine von meinen Taschen spazieren führe. Wäre ja auch ganz nett. Ja, ich bleibe mal in der Farbfamilie. Und zwar habe ich mich mal wieder dran gemacht, Socken. Also ich bin da noch nicht so ganz mit zufrieden, weil ich da immer noch am Üben bin. Ich bin da noch gar nicht, also ich habe noch gar nicht so viele richtige Socken gemacht, sondern immer diese reinen Socken halt. Und jetzt mache ich mal welche. Ja, die sehen noch ein bisschen merkwürdig aus, ne? Aber vielleicht kann man das so noch ein bisschen. Da bin ich auf jeden Fall noch bei. Ich habe auf jeden Fall eine Hacke irgendwie hingekriegt. Und wilde Farbkombination. Ja, Pink, Orange. Fand ich auf jeden Fall ganz witzig. Sieht auf jeden Fall schon sockenähnlich aus. Auf jeden Fall der erste und jetzt vielleicht mache ich gleich die Spitze noch mal fertig.
Ich habe die nämlich schon dreimal fertig gehabt und nochmal wieder aufgemacht, weil mir die Spitze nicht gefallen hat. Ich habe mich auf jeden Fall jetzt für so eine Bandspitze entschieden und das werde ich nachher mal versuchen umzusetzen. Und dann habe ich vor, gleich den zweiten zu stricken, damit der nicht irgendwo in irgendeiner Kiste wieder verschwindet und in Vergessenheit gerät. Und dann werde ich vielleicht auch direkt wieder neue Socken anschlagen. Mal gucken. Ja, das sind die Socken. Ihr wollt bestimmt wieder was über die Wolle wissen, ne? Oh, es ist mir so peinlich, aber ich weiß das wieder nicht. Ich weiß es echt nicht. Es ist auf jeden Fall so handelsübliche Regia-Wolle, die man überall halt in Supermärkten und großen Kaufhäusern und sonst wie, ist halt nichts Besonderes, einfach von der Stange, sage ich jetzt mal so. Ja, dann habe ich das Tuch, was Luna euch letztes Mal gezeigt hat und als Lätzchen vorgestellt hat, in der vierten Folge war das, glaube ich, ist jetzt fertig geworden. Und das ist jetzt kein Lätzchen mehr, das ist nämlich jetzt ganz groß geworden. So groß ist das geworden. Aus eine Wolle, die hatte ich noch in meinem Stash, die hat so ganz unterschiedliche Stärken und Farben. Und dann habe ich da noch so eine Kante dran gehäkelt. Die habe ich mir irgendwie selber ausgedacht mit so kleinen Picots, heißt die, glaube ich, ne? Diese kleinen Dinger hier. Ja, und dann habe ich da wieder Bommel dran gemacht. Und da sind Haare dran. Ich bin auf jeden Fall sehr zufrieden mit dem Tuch, weil die Größe ist nämlich richtig cool geworden. Also da kann man sich schon drin einkuscheln. Beziehungsweise im Sommer möchte man ja vielleicht sich nicht einkuscheln, obwohl der Sommer ist ja so schlecht, dass man vielleicht doch ein Kuscheltuch braucht. Ja, das ist auf jeden Fall das fertige Tuch. Bin auf jeden Fall ganz stolz drauf, weil erstens habe ich was benutzt aus den Sachen, die ich halt sowieso schon hatte. Und irgendwie hat mich die Wolle immer gereizt und ich finde, dass die echt ganz schön gut aussieht. Ich zeige das nochmal, weil ich sehr stolz drauf bin. Ja, was mache ich denn noch? Ich habe auch schon wieder einiges angefangen. Wie immer. Ich kann nämlich nicht monogam stricken und häkeln. Ich muss immer wieder was Neues anfangen. Ganz schlimm. Aber so bin ich. Was zeige ich euch denn jetzt mal? Ah, ich kann noch mal zeigen, meine Decke, die ihr schon tausendmal gesehen habt. Aber ich habe mich jetzt entschlossen, noch mal wieder weiter zu häkeln. Und ich mache jetzt noch mal so eine hellgraue Kante mit diesem hier. Das war ja auch irgendwie, die habe ich schon mal in der vierten Folge in Rot gehabt. Da habe ich auch gesagt, wie die heißt. Das weiß ich jetzt leider nicht mehr. Auf jeden Fall ist da jetzt so ein Glitzerfaden noch zwischen. Und irgendwie hatte ich mir das hier auch hingelegt. Aber jetzt finde ich das nicht mehr. Auf jeden Fall werde ich das jetzt auch nochmal mit diesem hier auch nochmal so ein Stück umhäkeln und dann schaue ich mal weiter. Ich glaube, das wird doch noch ein ziemlich langes Projekt. Also ich will das echt so lange durchziehen, bis sie so eine richtig gute Größe hat. Weil jetzt passt sie nämlich noch nicht richtig über mein Bett. Da guckt noch was raus. Und das werde ich versuchen zu verändern. Ja, die Decke. Never ending story. Aber ist ja auch ein großes Projekt. Da kann man sich ja auch mal Zeit lassen, finde ich. Ja, ansonsten habe ich weitergemacht an dem Lace-Tuch. Das kann man jetzt leider auch schon wieder nicht so richtig sehen. Das ist auf jeden Fall, das Muster ist immer noch nicht so richtig gut zu erkennen. Und da sind ganz lustige Nadeln dran. Zweite habe ich jetzt gerade nicht hier. Die haben hinten so eine Holzkugel. Und das sind so relativ dünne Nadeln und das sind meine Lieblingsnadeln, habe ich dann festgestellt. Also man strickt da ja auch in der Runde mit. Und ich mag total gern mit diesen arbeiten. Die habe ich mir mal irgendwann gekauft. Ich weiß gar nicht mehr wann und wo. Aber es sind meine Lieblingsnadeln geworden. Das sind irgendwie, wie sind die denn? Das sind 3,0. Das ist das Lace-Tuch. Ich bin schon ganz gespannt.
Auf jeden Fall will ich das kombinieren mit einem ganz dramatischen Pink, mit diesem hier. Das ist aus so einem, da ist ja direkt auch nochmal von Wolle Rödel. Eine Strumpfwolle ist das, aber ich liebe dieses Pink. Das ist so, so richtig, richtig toll, finde ich. Das ist halt Pink, richtig, wie es sein muss. Ja, das ist eine Vierfachwolle, 75% Schurwolle und 25% Polyamid. Und die beiden zusammen, ich glaube, das ergibt ein ganz schönes, also das wird, glaube ich, ganz schön. Ja, das ist das. Aber die hat es mir so angetan, dass ich ganz viele Sachen gerade mit dieser Wolle machen will. An den Socken war ja auch die Hacke und die, Quatsch, die Ferse. Und vorne, ich weiß schon wieder nicht, wie das heißt, wo die Zehen reinkommen. Da hat sich irgendjemand mal drüber amüsiert, dass ich das gesagt habe. Da, wo die Zehe reinkommen. Das hatte ich ja auch mit diesem Pink gemacht bei den Socken. Dann sieht man das vielleicht auch nochmal in verstrickt. Boah, jetzt da. So. So sieht das dann aus. Ja, I like. Und dann habe ich mir heute diese Sockenwolle gekauft. Das ist viel zu hell, glaube ich, ne? Das ist auch, sind auf jeden Fall so verschiedene Grautöne mit Rosa, ein bisschen Orange drin. Und da würde ich gerne von der Martina Behm dieses Dreieckstuch mit den Ärmeln drin. Das heißt irgendwie Sleeves oder sowas. Ich habe leider schon wieder den Namen vergessen. Ich habe mir die Anleitung auf jeden Fall heute bei Ravelry gekauft. Und ich habe auch gerade eben schon einmal angefangen, aber ich habe da ein paar Zunahmen vergessen und jetzt muss ich das nochmal starten. Auf jeden Fall will ich das aus dieser Wolle machen. Und jetzt grübel ich wieder nebenbei. Wie heißt die Wolle? Ich habe jetzt mal wieder das Teil nebenan in meinem Schlafzimmer liegen. Aber vielleicht fällt mir das gleich nochmal so nebenbei ein. Ich glaube, das ist auch eine Regia. Alicante Nummer 7. Wenn mich nicht alles täuscht. Wenn ich mich getäuscht habe, dann schreibe ich das nochmal in die Kommentare oder so. Auf jeden Fall finde ich das. Sieht man das jetzt von den Farben? Halt diese Kombi aus Grau, Rosa und Orange finde ich irgendwie total schön. Und das kann ich mir halt gut vorstellen. Ja, aber ich habe die Anleitung dann gelesen und ich bin ehrlich gesagt noch gar nicht so richtig schlau daraus geworden. Fand, dass die das alles ein bisschen kompliziert ausgedrückt hat. Oder ich bin zu blöd, die zu lesen. Kann natürlich auch sein. Und dann habe ich mir noch von Steven West eine Anleitung gekauft, und zwar ein Kleid, und das hat so eine mega Anleitung. Ich weiß überhaupt nicht, wie, das ist halt alles in Englisch und ich verstehe das alles gar nicht. Oh, gibt es nicht irgendjemanden da draußen, der mir das erklären kann? Ich verstehe das. Jetzt habe ich diese tolle Anleitung und ich würde das Kleid auch gerne haben, aber ich kann die Anleitung nicht lesen. Ja, wenn da draußen jemand ist, Hilfe! Was habe ich denn noch? Genau, ich habe meine Weste, die Hippie-Weste, habe ich fast fertig. Da sind nur noch so ein paar Fäden dran. Die ist auf jeden Fall jetzt so geworden. Jetzt kann man das wahrscheinlich wieder nicht richtig sehen, oder doch? Also, sie ist immer noch sehr löchrig, aber vorne habe ich nochmal so eine Kante dran gehäkelt. Jetzt ist die vorne etwas geschlossener und hinten halt so offen. Ich finde auf jeden Fall, dass sie ganz schön geworden ist. Ich bin ganz zufrieden. Und angezogen sieht die auch ganz gut aus, ganz interessant. Ist ja auch weniger ein Kleidungsstück als ein Deko-Element. Ja, ich mag das auf jeden Fall.
Ja, die habe ich auch fertig bekommen. Und dann habe ich letztes Mal schon erzählt von dem Hüftschmeichler. Da bin ich auch schon etwas weiter gekommen. Und zwar ist das bis jetzt das hier. Jetzt sieht man die Farben wieder nicht richtig. Das sieht im Moment noch sehr klein aus, wird halt noch sehr lang. Das ist in so lila, schwarz, grautönen. Und das ist eine Wolle mit Kaschmir. Das ist die Wolle und das ist das Teil. Das wird auf jeden Fall ganz lang und dann kommt hier oben, kommt noch mal so eine breite Kante dran. Also dadurch wird der ja auch dann noch mal wieder länger, hoffe ich ja mal so. Und dann wird der mit so Kilt-Knöpfen zugemacht an dieser Lochkante. Bin auf jeden Fall sehr gespannt. Das ist der Hüftschmeichler. Und dazu gibt es ja ein Oberteil. Und das mache ich in Schwarz. Und das wird, mache ich mal die Seite. Das wird das hier. Wow. 1000 Fusseln dran. Das hat Schwarz auch irgendwie so an sich, ne? Dass da immer alles so gerne fusselt. Das ist das auf jeden Fall. Da unten ist so ein Lochmuster und dann sind das so Zacken. Und das wird noch richtig, richtig breit. Also das wird, ich muss mal ganz kurz gucken. Das soll 87 cm lang werden. Also ich habe noch ein bisschen was vor mir. Ja. Es wird auf jeden Fall so eine Art Poncho dann, ja. Ich weiß zwar noch nicht ganz genau, wie es geht, aber man kann schon ein bisschen erkennen, dass das wohl was wird. Also ich finde das da unten mit der Kante halt richtig geil. Und dann mit diesem Rock dazu. Vielleicht ziehe ich auch nicht beides zusammen ein. Mal gucken, wie das so wirkt. Ja, soweit dazu. Und dann habe ich ein Pullover angefangen. Und ich bin ganz begeistert, weil das ist nämlich so ein Teil hier. Hier unten ist so eine, wie soll man das denn sagen, so eine Kante, die man eigentlich nachher umnäht und dann kommt da eine Kordel durch und dann wird der so unten zusammengezogen. Und das ist halt dieses Silk Mohair von Langjans, ist das glaube ich. Hier oben kommt so eine Art Patent irgendwie rein. Und das, wie ihr seht, das ist halt ein Wolle. Ist auch so durchsichtig. Und ja, so weit bin ich schon gekommen. Wow, ich bin begeistert. Da habe ich mir das Heft ja wohl hoffentlich mitgenommen. Ich habe das Heft nicht mitgenommen. Das finde ich jetzt aber sehr doof. Voll unorganisiert. Auf jeden Fall kommt hier oben halt noch so Patentmuster hin. Und ich bin schon angefangen mit einem Ärmel, der wird nämlich jetzt. Die werden parallel, nicht parallel, die werden extra gestrickt und dann fügt man das nachher wieder alles zusammen. Also es ist eine ganz spannende und dann ist da so ein runder Ausschnitt. Ich glaube, dass es ganz schön wird. Also sieht im Prinzip sieht das aus wie ein Raglan von oben, aber ich weiß nicht, das ist ja eigentlich gar keiner. Und wenn ich jetzt das Bild hätte, könnte ich euch das natürlich zeigen, aber ich habe das wirklich nicht, oder? Ich gucke noch mal einmal kurz. Nein, ich habe es nicht. Ich habe es leider nicht mitgenommen. Da wollte ich das so gerne. Schade. Auf jeden Fall ist das toll, oder? So ein fluffiger Pullover. Ich bin so stolz auf den.
aber vielleicht nicht mehr, wenn er fertig ist. Ich hoffe, dass das echt was wird. Ich gehe jetzt einfach mal ganz strikt nach Anleitung, was mir immer sehr schwer fällt, weil ich dann immer denke, ach, ich könnte das doch auch so oder so machen, aber ich versuche das jetzt echt mal nach der Anleitung zu machen. Ja, der Pullover. Ich kann den gar nicht oft genug reinhalten. Ich finde ihn so toll. Ich mag aber auch dieses Grau und Hellgrau und dieses Leichte und oh, ich bin begeistert. Ich bin so begeistert. So, dann habe ich noch eine Sache. Ach so, genau, das ist der Ärmel. Das ist schon mal ein kleiner Teil vom Ärmel. Den mache ich unten auf jeden Fall mit ein bisschen kleineren Nadeln. Das Bündchen und wenn das Bündchen vorbei ist, dann mache ich die wieder auf größere Nadeln mit so einem Magic Loop. Ich hätte zwar auch gerne so kleine Ärmelnadeln wie Angie, die heute in ihrem Podcast gezeigt hat. Also irgendwann werde ich mir solche kleinen Nadeln auch, glaube ich, nochmal besorgen. Aber jetzt muss es halt erstmal so gehen mit diesen etwas dickeren Sockennadeln. Ja, macht auf jeden Fall mega Spaß. Hätte ich nicht gedacht, weil das ja eigentlich wieder diese mega dünne Wolle ist. Aber es funktioniert. So, dann habe ich noch eine Sache. Und zwar das Tuch, was ich euch auch schon mal gezeigt habe. Dieses hier. Auch ganz schön toll, oder? Das ist auch gehäkelt und da kommt noch eine richtig tolle Kante dran. Und das ist auch so ein Zauberball, der jetzt auch schon ganz schön geschrumpft ist. Der hier. Und dann aus dieser Mohairwolle. Ich bin heute total pink, ne? Ich bin sogar pink angezogen. Ist eigentlich gar nicht sonst meine Farbe, sonst bin ich eigentlich immer grün. Aber heute ist alles pink. Oh Gott. Ja. Das war auch schon alles heute. Ist ja wieder nichts passiert, ne? Ich habe ja gar nichts gemacht, ne? Doch, das ist echt. Eigentlich, wenn ich bedenke, wie turbulent gerade alles ist, ist es doch ganz schön viel geworden. Und ja, jetzt ist es ja auch schon spät und ich dachte, ich mache einfach mal eine kleine kurze Folge, weil ich jetzt auch gerade irgendwie Bock hatte, nochmal zu reden. Weil ich habe nämlich nur heute Morgen einmal mit meiner Schwester telefoniert und ansonsten war ich den ganzen Tag alleine. Und ich wollte mal meine eigene Stimme hören. Ja, also ich kann noch sprechen. Das bedeutet, ich kann morgen auch meine Kinder begrüßen und die kommen erst um 22 Uhr an. Die fliegen nach Hamburg und von dort aus fahren die dann mit dem Zug weiter nach Bremen und dann hole ich die am Bahnhof ab und ich freue mich so mega, weil wir dann morgen endlich auch mal ein bisschen darüber sprechen können, wie wir ja, vorgehen, wie die Aufteilung sein wird in dem Haus. Ich habe nämlich irgendwie noch mal auf den Umrissen gesehen, es sind echt sechs Zimmer. Also sechs Zimmer und wir brauchen nur vier, also und ein Wohnzimmer natürlich. Und dann ist aber ja noch ein Zimmer über. Und da habe ich mir heute überlegt, dass es sich ja quasi anbieten würde, da einen richtig tollen Crafty Room zu machen. Alles, da kann meine Staffelei stehen, da kann die Nähmaschine aufgebaut stehen, da kann die ganze Farbe rein, die ganze Wolle, meine ganzen Bastelsachen. Und dann habe ich ja noch die extra Garage, da kann dann alles rein, was ich für die Möbel Geschichten brauche und das wird so wunderbar werden. Und ich habe eine richtige Küche. Das bedeutet, dass ich wieder total tolle Sachen kochen kann, weil ich koche nämlich total gerne. Und da kann ich mich dann wieder richtig ausleben. Und vielleicht
werde ich irgendwann auch mal was im Video zeigen, habe ich mir so gedacht. Weil wir machen nämlich immer abends so ein bisschen, wir spielen immer ein bisschen Restaurant, so. Ich koche halt immer so ganz viele verschiedene Sachen gerne. Zoe findet das, sie sagt immer, du kochst so kompliziertes immer wie im Restaurant. Das findet sie doof. Wobei die anderen beiden das immer voll genießen und deswegen macht das richtig doll Spaß. Und Zoe, denke ich mal, die wird im Laufe der Zeit das vielleicht auch noch ein bisschen mehr genießen können. Ich versuche immer für sie was Einfacheres dann zu machen, was nicht ganz so kompliziert ist, aber ja. Ich bin auf jeden Fall gespannt auf die Zukunft mit den Kindern jetzt da. Das wird ja nochmal ein komplett anderes Leben und also ganz anders als in so einer Stadtwohnung zu sein, halt so nach draußen zu können und das Umfeld ist natürlich wieder ein ganz anderes. Oh, ich bin so aufgeregt, man merkt das, glaube ich, voll. Aber es ist jetzt ja egal. Ihr kennt mich jetzt ja schon ein bisschen. Ja. Ich werde auf jeden Fall euch auf dem Laufenden halten, weil viele wollten auch wirklich gerne was darüber wissen. Und sobald ich den Schlüssel für die Wohnung habe, dann führe ich euch da mal durch den Palast. Und ja, vielleicht habt ihr ja auch noch irgendwelche tollen Ideen, was man da alles so machen könnte. Ja, dann würde ich sagen, für heute war es das dann erstmal, Zwischenstand. Aber es war ja dann doch gar nicht so wenig. Ich habe ja erst gedacht, so, oh, lohnt sich das überhaupt? Aber ein paar Sachen konnte ich jetzt ja doch zeigen. Und ja, ich wollte nochmal sagen, dass ich mich immer mega über die Kommentare freue. Und ich habe auch versucht, die alle zu beantworten beim letzten Mal. Aber jetzt im Moment ist mein Kopf so voll, dass ich das jetzt nicht geschafft habe, auf jeden Einzelnen einzugehen. Aber ich lese die immer voller Freude und bin so glücklich über die Kommentare, unglaublich. Genau, und dann ist da eine Frau, die immer versucht, Kontakt zu mir aufzunehmen. Hohenreiner oder irgendwie sowas heißt die. Und die hat mir zweimal eine Nummer aufgeschrieben, wenn du mich jetzt hörst. Ich krieg das mit der Nummer nicht hin. Ich habe die schon zweimal angeschrieben, aber irgendwas ist da nicht richtig. Also, weil du wolltest ja ganz gerne mal mit mir sprechen oder dass wir schreiben oder so. Ich würde das auch total gerne machen. Aber du musst irgendwie mir vielleicht die komplette Nummer in den Kommentar schreiben, weil irgendwas ist da nicht richtig. Genau, und ich habe bestimmt noch irgendwas ganz Wichtiges vergessen. Jemandem irgendwie was zu sagen. Ah, da war was. Aber ich kann mich jetzt nicht erinnern. Aber vielleicht kann ich das einfach beim nächsten Mal nochmal nachholen. Weil ich weiß es jetzt wirklich nicht. Fühlt euch alle gedrückt. Ich finde euch alle total toll und ich freue mich, dass das so gut angenommen wird und scheinbar ja auch geguckt wird. Und es macht unheimlich Spaß, das zu machen. Auch, obwohl das auch immer ein bisschen aufregend ist. Und das seht ihr ja, glaube ich, auch, dass ich immer ein bisschen aufgeregt bin. Vielleicht wird das ja immer noch mal besser. Beziehungsweise, wenn eine zweite Person dabei ist, dann geht es auch ein bisschen einfacher. Vielleicht kommt Luna ja noch mal mit rein oder so in den nächsten Folgen, weil das kam, glaube ich, auch ganz gut an. Dadurch wird das ja alles ein bisschen lockerer und so. Und ja, ich gebe mir weiterhin Mühe und stricke jetzt noch eifriger, weil ich weiß, dass ihr auch Lust habt, euch neue Sachen anzugucken. Das macht irgendwie noch mal mehr Spaß jetzt so. Und ich habe auch jetzt einen Anlass, Sachen auch fertigzustellen und nicht ganz so viele UFOs zu haben wie früher. Genau, und dann habe ich noch eine total gute Idee gehabt. Beim Aufräumen jetzt, beim Kistenpacken ist mir aufgefallen, dass ich so meine ersten Tücher noch total klein geworden sind. Und ich habe mir jetzt überlegt, wenn ich in einem neuen Haus bin, dann werde ich mir die alten Tücher nochmal vornehmen, die ersten, die ich so gemacht habe, und dann überarbeite ich die nochmal. Weil es ja eigentlich ein bisschen zu schade ist, weil ich habe da ja schon ein bisschen was drin investiert. Und ja, dann werde ich das nochmal überarbeiten und vielleicht wird das dann ja nochmal ganz toll. Vielleicht werden die Tücher dann ja nochmal ganz toll. Okay, das war's für heute und
Bis zum nächsten Mal, ihr Lieben, und schreibt wieder gerne Kommentare. Ich lese die voller Inbrunst. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.